Ja, halli, hallo, hallöchen und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Basiswissen Imkerei. Unser heutiges Thema beschäftigt sich mit der Waldtrachtschau, die wichtig ist, um herauszufinden, ob man die Völker eben im Juni und Juli oder Ende Juli schon behandelt und einfüttert oder ob man dann auf jeden Fall immer noch nach wie vor diese Völker ihre Arbeit tun lassen und dann erst so Mitte September oder gar eventuell noch Ende September zu behandeln und einzuwintern. Waldtracht bedeutet Tautracht. Das heißt, um Honigtau produzieren zu können, benötigt es weitere Organismen. Und diese Organismen, die jetzt in diesen Honigtau dementsprechend auf jeden Fall machen, das sind Blattläuse. Es ist aber nicht gequillte Scheiße, was wir dann praktisch essen im Endeffekt, was dann herauskommt von den Bienen, den Waldhonig, den wir dann praktisch davon essen, sondern es ist ein Überschuss an Nahrung. Das liegt eigentlich einfach nur daran, dass dann auch die armen Läuse nicht alles aus dem Baumsaft herausbekommen. Sie kriegen zum Beispiel nicht viele Vitamine oder sie kriegen auch nicht viele Mineralstoffe. Und deswegen fressen die. Fressen die ohne Ende. Aber ihre kleinen Mägen verschaffen das nicht und dann wird es halt ausgescheidet. Durch den Prozess des ewigen Fressens, der sogenannten Hyperphagie, ist es auf jeden Fall so, dass diese Läuse eigentlich diesen Zuckersaft trotzdem, also den Baumsaft, der dann zum Zuckersaft, da ist ja Zuckersaft drin, diesen Zuckersaft dann trotzdem noch andicken. Und dieses An- und Eindicken dieser Läuse und das dann übermäßige Ausscheiden, das bringt eben die Tau. Und das futtern unsere Bienchen oder sammeln unsere Bienchen mit ein und machen daraus Honigtau. Honig, also Waldhonig oder Weißtannenhonig. Blütenhonig, ganz klar zu entscheiden, ist auf jeden Fall Nektarhonig. Und das muss auch so klar in der Deklaration dann praktisch sein. Waldhonige sind immer Tauhonige, die nicht unbedingt von drei Arten, die ich jetzt noch aufzählen würde, nur gemacht werden, sondern auch von mehreren Arten. Wo wir jetzt schon dabei sind, was sind eben so die Honigtauerzeuger? Da hätten wir auf jeden Fall die kleine Leckarie, die große Leckarie und dann haben wir noch ein ja nicht so toller Waldtau- oder Honigtauerzeuger. Das ist die große und schwarze Fichtenrindenlaus. Mit der haben wir auch so ein bisschen ein Problem mit Melizitose. Melizitose kommt gleich noch im Nachklapp, was man darüber wissen muss. Ich aber jetzt zum einen dann über die Fichtenrindenlaus. Die Fichte, die hat eben dreimal mehr Melizitose in ihren Taus drin als zum Beispiel Tanne. Das liegt einfach daran, weil da viel, viel mehr Erzeuger, Honigtauerzeuger drauf sind. Da eben jetzt die Honigproduktion an die Tauvorkommen gekoppelt sind, haben wir auch das Problem, dass nicht jedes Jahr immer eine geregelte Honigtauproduktion da ist. Das liegt an verschiedenen Faktoren, das liegt an besonders am Klima. Regnet es viel oder gewittert es oder gibt es Orkanböge, Böen und Böge, Winde, dann haben wir das Problem, dass eben zum Beispiel Rindenläuse abgespült oder weggewedelt werden. Das ist besser bei den Schildläusen. Diese Schildläuse, die haben Wachsschilde, die dann praktisch sie schützen. Ja, so viel erstmal zu den Honigtauproduzierern. Wir gehen davon aus, dass jedes zweite Jahr ein sehr gutes Honigjahr ist, sodass wir dann praktisch damit auch Honigtau-Honige produzieren können. Und jedes siebte Jahr ist dann auf jeden Fall so ein Weißtannen-Honigjahr. Wir werden herausfinden in unserer heutigen Waldtrachtschau, was uns bevorsteht. Gut, jetzt noch was ein bisschen zu Zementhonig, also Melizitose-Honig. Melizitose ist ein Dreifachzucker, der, wenn er auskristallisiert, auf jeden Fall schwierig ist. Ja, schwierig deswegen, weil er zementartig in den Honigwaben verbleibt. Das heißt, ich kann den nicht ausschleudern. Und das bedeutet, dass dieser Honig definitiv in den Waben verbleiben muss. Ist aber nicht so gut für die Bienen zum Überwintern, denn diese Bienen, die brauchen nicht Zementhonig. Zementhonig ist da nicht so super. Wenn man Zementhonig erntet,
Und für Zementhonig ist die große Rindenlaus dementsprechend verantwortlich, die ein großer Melitzitose-Tau-Produzierer ist. Dann muss man diesen im Frühjahr wieder umsetzen lassen. Das heißt also, den hängt man dann einfach dann im Frühjahr, wenn dann die Volksvermehrung da ist, rein und die Bienen, die arbeiten das nochmal intern um. Ansonsten, wie gesagt, Zementhonig wollen wir nicht. Melitzitose kommt zum Beispiel auch bei Fichten viel mehr vor, dreimal so viel als bei Tannen, weil da auch viel, viel, viel mehr Honigtauerzeuger drin sind. So, hallihallo. Und jetzt sind wir bereit. Ich habe meinen Sohnemann hier rechts gepackt und geschnappt, sodass wir jetzt praktisch hier in die Waldschau gehen. Und ja, da müssen wir ein bisschen laufen. Wollen wir gehen? Ja. Sehr schön. Wir gehen. Na, hier ist ja schon noch was. Hier sehen wir ja schon wunderbare Läuse an jungen Triebspitzen. Im Moment ist es aber so, dass wir noch ein bisschen zu wenig haben. Na, es kann sein, es hat vor 2 Tagen dann dementsprechend geregnet, sodass wir dann auf jeden Fall hier zu wenig Population haben. Wir gehen bei der Waldtrachtschau davon aus, dass wir ungefähr 1000 bis 1500 Läuse zählen sollten an einer Triebspitze bzw. an einem Jungtrieb. Und das haben wir im Moment noch nicht so. Mal schauen, wie sich der Sommer weiterentwickelt. Wenn es weiterhin warm, etwas dünstig und dementsprechend gewittrig bleibt und auch so ein bisschen schwül, dann werden sich die Läuse gut entwickeln und wir können dann mit einer neuen Massentracht rechnen, da die Massentracht immer an die Vermehrung von Läusen, an die Vermehrungszyklen von Läusen angepasst. So, ich habe eine zweite Tanne dementsprechend aufgesucht und bin ja ein bisschen im Gucken, wie es ausschaut. Und man kann hier jetzt auch vereinzelt, man sieht hier zum Beispiel auf 9 Uhr eine Laus, eine einzelne Laus, kann man vereinzelt Läuse dementsprechend sehen. Nach wie vor ist es immer noch ein bisschen wenig in meinen Sinn, um dann praktisch Tannen auf jeden Fall mit dem Läusebesatz hervorzusehen, dass wir dann praktisch Tannenhonig in dem heutigen Jahr bekommen werden. Aber wie ich schon gerade eben bei der letzten Tanne gesagt habe, wir werden mal gucken, wie der Sommer sich weiter verhält. Normal macht man jetzt so 2, 3, 4, 5 Triebe ab, nimmt sie mit nach Hause, guckt nochmal dementsprechend mit der Lupe und zählt dann dementsprechend Larven sowie Eier, um dann praktisch dann darauf schließen zu können, wie es ausschaut mit dem Tannenhonig. So, endlich sind wir an ein paar Fichten, die mein Sohnemann dementsprechend entdeckt hat, rangekommen. Dieser Fichtenbestand ist sehr, 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 sehr jung, aber wir sehen hier auf jeden Fall so kleine Wollknäule. Die sehen so wie Wollknäulen aus und da hier befindet sich eben die große Zekarie drauf. Das heißt, das sind unsere Späthonigmacher. Sie bringen uns das späte Gold. Und wenn man jetzt mal so den Besatz an sich mal so ein bisschen durchcheckt, dann haben wir hier allein auf diesen Wirteln ein Stück weit an die, ja, würde ich sagen, 200, 300 Läuse, die jetzt dementsprechend auf jeden Fall geschlechtsreif sind und noch mehr produzieren. Dieses Wachsschild, was sie dann praktisch hier im Untergrund haben oder in dem sie leben, das ist der Schutz gegen Feinde. Und hier werden jetzt momentan auch 6000 neue Eier produziert. Der jetzige Bestand, den wir haben, das sind die Mädels, also viele, viele Frauen. Gegen Spätherbst kommen dann auch die Jungs dazu, aber die sind gerade im Moment nicht sichtbar. Da sind sie, die Spätgoldmacher. Ihr seht auf diesen Wirteln viele, viele, viele dunklen Punkte. Und diese dunklen Punkte, das sind definitiv die weiblichen Zekarien. Wir haben also hier auf jeden Fall die Fichtenrindenlaus. Und diese Fichtenrindenlaus, ich würde den Besatz hier auf, ja, knapp 800, 900 dementsprechend auf jeden Fall zählen. Das heißt, wir haben echt viele gerade im Moment da. Und wir sehen auch verschiedene Stadien der Fichtenrindenlaus. Hier haben wir auf jeden Fall noch junge Weibchen, die jetzt schon dementsprechend unterm Wachsschild sind. Das habe ich erst in der letzten Einstellung praktisch gesagt. Die sind schon weiter und machen eben kleine Kinder. Und das ist genau ein gutes Zeichen, so dass ich jetzt sagen würde, ja, wir haben eine hohe Chance an Waldhonig. Im Moment würde ich sagen, Waldhonig eher als Tannenhonig.
Aber wir werden mal schauen, was jetzt hier dementsprechend der Sommer noch bringt. So, Moment. So, jetzt nochmal. So, liebe Bienenfreundinnen und Freunde, wir waren jetzt eine Dreiviertelstunde unterwegs und sind jetzt wieder sozusagen kurz vor daheim. Ein kurzes Fazit dementsprechend von meiner Seite. Ja, wir haben an Tanne wenig Läuse gefunden, daher sehe ich ein bisschen schwarz für dementsprechend die Weißtannenhonig-Geschichte. Jedoch können wir eventuell noch 5 Jahre warten und dann haben wir dann auf jeden Fall einen schönen Weißhonig. Im Gegensatz zu dem Fichtenbesatz, die Zekare ist sehr zahlreich auf jungen Fichten dementsprechend vorhanden und ist auch somit ein guter Zeiger, dass es dann im Herbst auf jeden Fall zu einem schönen Waldhonig kommen wird. Flint, wie war's? Schön? Hat's dir gefallen? Ja, nochmal. Gut. Und jetzt noch einen kleinen Spruch zum Schluss. War die Bienen. Nicht ganz, nochmal. Hat die Blume einen Knick, war die Biene wohl zu dick. In diesem Sinne, alles Gute und bis zum nächsten Video. Bleibt gesund.